fallen sie augenblicklich in die Arme. Man wundert sich allerdings, hat sie ihn doch noch nie gesehen. Da Tamino auch ohne Strafe davonkommt, schlägt die allgemeine Stimmung jetzt endgültig zugunsten Sarastros um. Es lebe Sarastro, der göttliche Weise, er lohnet und strafet in ähnlichem Kreise. Nicht überlebt, gibt es eine zufriedenstellende Lösung. Lasst sie der Prüfung Früchte sehen, doch sollten sie zu Grabe gehen, so lohnt der Tugend kühnen Lauf. Nehmt sie in euren Wohnsitz auf. Tamino ist bereit zu kämpfen. Als Lohn erhofft er neben Weisheit auch weiterhin Pamina. Papageno verspürt unter den gegebenen Umständen zwar kein Verlangen nach Weisheit, wird aber, man ahnt es schon, mit der Aussicht auf einen Papagena geködert. Als Abgesandte der Königin der Nacht versuchen die drei Damen zu intervenieren, werden von Tamino jedoch kurz abgefertigt. Ein Weiser prüft und achtet nicht, was der verworfene Pöbel spricht.
Auch die Priester scheinen genervt. Entweiht ist die heilige Schwelle, hinab mit den Weibern zur Hölle! Die Damen stürzen nicht zum letzten Mal in die Versenkung. Mondlicht. In einem angenehmen Garten schläft Pamina. Da nähert sich Monostatos und rechtfertigt seine Absichten. Alles fühlt der Liebe Freuden und ich soll die Liebe meiden? Ist mir denn kein Herz gegeben? Bin ich nicht aus Fleisch und Blut? Immer ohne Weibchen leben wäre wahrlich Höllenglut. Thank you.
Mondlicht.